Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pioneers of Pagonia und ich begrüße euch alle, die hier zuschaut und mich unterstützt. Ganz besonders natürlich freue ich mich, dass du auch wieder mit dabei bist und ja, wir haben jetzt hier unsere Leute zusammen an diesem Patrouillenpunkt. Ein weiterer Wachturm ist im Bau, aber ich würde doch schon vorschlagen, wenn wir die Leutchen da schon verbunden zur Verfügung haben, darum rennen haben, dann könnte ich doch schon mal da so ein bisschen angreifen. Ich finde es übrigens klasse, dass es neben diese Geschichte hier, also den Fokuspunkt für, ja, für die Einnahmen, also dass man da ne, die Wachen dahin schicken kann, bis da und dahin bitte oder ab diesem Gebiet bitte die Grenzsteine weitersetzen und so weiter, dass man neben denen nicht nur einen Punkt hat, um Patrouillen durchzuführen, sondern dass man sagt, irgendwie bis dahin bitte patrouillieren. Man hat dann noch zusätzlich die Möglichkeit, einen Angriffspunkt zu setzen, ja, wo man sagen kann, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ne, wo wir ja hier angreifen. Und genau das würde ich jetzt hier machen wollen, da wo das Diebeslager ist. Ich blende mal die UI wieder aus, damit wir hier möglichst freie Sicht auf das Geschehen haben. Und ich hoffe, dass sich hier unsere Leute jetzt einmal durchsetzen können. Ja, wir haben ja gesehen, also hier die entsprechenden Diebe, ne, die wir hier schon mal erledigt hatten, die spawnen nach, da kommen neue Diebe hinterher. Und wir fangen jetzt quasi wieder bei Null an. Ist leider so, aber schauen wir mal, wie gut sich hier unsere Leute schlagen. Oder auch nicht schlagen. Bis jetzt geht es einigermaßen. Oh, cool. Immerhin schon mal ein Lager weniger. Das heißt, da kann nichts mehr nachwachsen. Und da geht es den Meisterdieben an den Kragen. Und die sind auch Geschichte. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, ich bleibe trotzdem bei dieser zweiten Wachposten. Das hat ja super geklappt. Schade, dass man die Beute hier, die ja gemacht haben, dass man da dann nichts mitnehmen kann. Ja, die schlagen halt die Leute nieder. Aber ja, genau, gut. Mehr halt dann auch nicht. Jetzt habe ich ja da diesen Angriffspunkt dahingesetzt. Bleiben die jetzt hier, weil die weiter lustig durch die Gegend spazieren? Das heißt, muss ich den irgendwie löschen? Ich gehe mal wieder auf den entsprechenden Wachturm. So. Ah, gerade aktiver Angriffsbefehl abbrechen. Ich lösche den mal. Denn hier gibt es ja jetzt nichts mehr zu tun. Ah, dann werden die jetzt wahrscheinlich zum Patrouillenpunkt zurückkehren, könnte ich mir vorstellen. Die wirbeln ganz schön Staub auf. Meine Herren. Und haben sich super geschlagen. Also da ist jetzt, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ah, da ist jetzt irgendwie ein weiterer dazugekommen. Wahrscheinlich, weil ich einen verloren habe und der jetzt da entsprechend den ersetzt oder so, vermute ich mal. Oder gehört der schon zu dem anderen Turm? Ist der fertig? Der gehört zu dem anderen Turm, weil er ist nicht hervorgehoben. Ja, der ist hier nicht irgendwie mit angezeigt worden. Gut, dann würde ich sagen, Patrouillenpunkt, ja, kann man machen. Ich würde den dann hier so hinsetzen. Ja, machen wir unsere die Patrouillen da so in diese Gegend. Und auch was den Wachturm anbelangt, Patrouillenpunkt, würde ich sagen, dann hier so. Ja. Sehr gut. Was? Schon wieder? Und dann auch noch hier in dem Gebiet? Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Ich habe doch gerade die... An Dieben ist hier kein Mangel, ne? Diebgegner, wo kommen... Ist aber nicht wahr. Achso, ich habe übrigens jetzt hier eine Meilenstein. Backen ist fertig. Bevölkerung. Kupfertagesdingsbus wird noch gebaut. Ja, und wir haben ja in der letzten Folge, glaube ich, war es gelernt, solange die hier, also die können sich halt tarnen und solange die getarnt sind, werden die hier natürlich von den Soldaten nicht als Diebe erkannt, sondern die denken hier, ja, das sind hier unsere Leute, die hier irgendwie Sachen durch die Gegend tragen. Ja, auch selbst wenn man jetzt hier anrempelt, da tut sich nichts. Ja, tolle Wurst. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Ich meine, wie viel Diebeslager kann es denn geben? Die
müssen ja dann auch hier irgendwo aus der Gegend hier sein. Wir behalten das mal im Auge. Das spaziert hier lustig in diese Richtung. Also hier ist ja alles zerstört. Hier ist ja nichts mehr. Wo kommen die her? Na gut, es geht natürlich noch weiter ins Landesinnere. Da kann natürlich da noch das ein oder andere Lager existieren, gar keine Frage. Also jetzt geht's da lang. Interessant. Also doch so hier in der aus der Gegend. Sammelbare Pflanze wurde entdeckt. Handelszentrum von anderer Fraktion entdeckt. Aufgaben sind nun verfügbar. Da geht es also auch weiter. Oder beziehungsweise damit geht es jetzt erstmal los. Also der Bereich geht entsprechend weiter dann mit diesem Punkt. Ich würde ganz gerne mir hier so die ganzen Liebesbanden loswerden. Die nerven mich so ein bisschen. Gebe ich offen zu. Ihr seid böse. Ich werde euch alle töten. Wer meine Sachen stiehlt, auf den auf den wartet die Todesstrafe. Ganz klarer Fall. Ich verhandle nicht mit Dieben. Die werden hier irgendwo ihr Lager haben. Da können wir von ausgehen. Ja, einen Augenblick. Wo bin ich? Ich bin in dieser Gegend. Lager wird da irgendwo sein. Ich muss mir das merken. Also hier so ist ungefähr das Lager. Da ist Grenze. Habe ich hier irgendwo... Moment, Augenblick. Ah ja. Da habe ich eine Wacht und da habe ich einen Deckerposten. Kann ich... Oh, das war jetzt besonders clever von mir. Kann ich, wenn ich jetzt hier den Entdeckerposten nehme... Achso, wenn ich da draufklicke, wird wahrscheinlich Ende Gelände sein. Ich mache mal hier Auftrag. So, genau, da kriegen wir alles hin. Das ist alles kein Thema. So, die sind irgendwo in diese Gegend hier abgedackelt. Mein ich mich in... Nein, falsch. In diese... Ach, du ahnst es nicht. Ich bin zu weit drauf spaziert. Oh, Moment. Oh, nein. Steuerung und so, das will gelernt sein. Ich bewege mich jetzt in die richtige Richtung. Wir kriegen es einigermaßen hin. Da sind die irgendwo abgedackelt. Jetzt bin ich schon wieder zu weit. Ah! So, da ist mir egal. Mann, gar nicht so einfach. So, da bitte Entdeckungen machen und ja. Cool. Wachturm, Patrouille, bla bla bla. Da hab ich zwei von. Wie sieht's hier aus? 6. Okay. Ich brauche hier noch 4 und da brauche ich 8. Macht, wenn ich richtig rechne, 12. Ja, Moment. Da habe ich 13 von, da habe ich 4 von. Da habe Nummer. Ja, Moment, Augenblick. Ich davon spart 2. Eins hatte ich und eins weiteres ist auf dem Weg. Da habe ich 4. Tue mich immer mit denen. Ich weiß auch nicht warum. So. Erstmal. Wenn ich wenigstens so ein paar Leutchen da habe. So. Stein wurde entdeckt.
Die sammelbare Pflanze wird leider nicht mehr angezeigt, warum auch immer. Hm. Schade, schade. Achso, das sind die Kollegen. So, also, das haben wir. Baue Kohletage. Ah ja, Kohletageberg, das macht Sinn. Auf jeden Fall. So, da muss ich mal gucken. Stein, Eisen, irgendwo war doch auch Kohle. Da habe ich Kohle. Oh, einen sehr schlecht gesetzten Fokuspunkt. Eisen, ich glaube, der Fokuspunkt geht. Oder hat der überhaupt noch Eisen hier zum Abbauen? Also ganz nebenbei gefragt. Eisenerz, doch, da ist so ein bisschen ist noch. So, machen wir das mal so. Ja, das sind die beiden. Mehr geht da nicht. Das geht auch wieder nur halt von Bautyp, also ne, von dem entsprechenden Gebäude zu entsprechenden Gebäude, dass das so passt. Ansonsten geht da nichts. Kupfer. Hier Kupfer, da Eisen, da Kupfer. Dann setze ich den mal hier so hin. Wie sieht es hiermit aus? Ah, immerhin. 4 plus 2. Ist nicht verkehrt. Interessant. Sehr schön. 29. Ah, alles klar. Da kommen wir auch langsam voran. Da sind die Kollegen. Moment. Ihr seid hier. Was wollt ihr hier? Habe ich die... Ach, die sind das. Alles klar. Ja, die habe ich da gesagt, die sollen da Patrouille machen. Für den Fall des Falles. Wir brauchen noch Kohle. Da habe ich Kohle, das würde gehen. Die Schmelzhütte ist da in Arbeit. Ich habe hier Kohle. Na gut, da können sich die drum kümmern. Da mache ich jetzt nicht ein zweites Fass auf. Da ist Kupfer, da ist Silbererz ein bisschen. Hier ist auch nochmal Kohle. Da ist auch Kohle. Weißt du was? Da kenne ich jetzt nichts. Kohletagebau, den setze ich dann hier so hin. Passen, ne? Ja, die sind alle in dem entsprechenden Einzugsbereich von dem Kollegen hier vom Kohletageabbau. Und dann würde ich erst einmal den Fokuspunkt, Moment, hier so hinsetzen. Ja, dass sie sich hier erstmal austoben, dann später da oben. So ist der Plan. Okay, dann haben wir das in Auftrag gegeben. Silbertagebau will er auch schon haben. Hier ist Kohle, da ist Kupfer, da ist Silbererz. Ja, Silbererz ist nie viel. Hier ist ein bisschen was. Das. Komm, dann machen wir hier auch noch direkt. Wenn wir gerade dabei sind. Silbererz. Direkt nebendran. Hallo. Wieder zu. Ich mache das so. Okay. Fokuspunkt, ganz klar. Moment. Nichts Verkehrtes hier. Normale Priorität. Wo bin ich? Da so. Mann. Okay, dann haben wir die beiden in Auftrag gegeben. Da brauche ich dann aber noch eine Schmelzhütte, eine weitere tatsächlich.
Oh, das ist jetzt ein Problem. Einen Moment mal eben. Dann setze ich die Schmelzhütte hier hin. Und der Kollege muss da lang. So, Moment. So. Zack. Immer noch der, immer noch da. Und die macht bitte schön Silberbahn. Dann haben wir den Bereich nämlich auch komplett. Sehr schön, also das haben wir, das haben wir. Schaffe Reichtum? Okay, 0 von 80. Mhm. Stelle Eisenstatue, was? Eisenstatue fertig. Sichere die Eisenstatue und schließe ihren Bau ab. Wir haben von diesem Ort gehört, waren aber nie in der Lage, ihn zu sichern. Ach, sichere die Eisen. So, ja, ich wollte schon sagen. Ah, okay. Also doch, ja, okay. Wir haben von diesem Ort gehört, waren aber nie in der Lage, ihn zu sichern. Kannst du uns helfen, ihn zu finden und wieder aufzubauen? Suche die Eisenstatue und nimm das Gebiet ein, um den Bau fertigzustellen. Du musst den Weg selbst finden. Großer Eber der Ötschel. Alles klar, das ist das Ding. Okay. Versorge Expedition. Kannst du uns dabei helfen, diesen besonderen Ort zu versorgen? Da kommt so einiges auf uns zu. Moment. Handelsfraktion, hier war doch dieses mysteriöse gegnerische Lager zerstört. Jetzt ist alles wunderbar. Aber. Der war da in der Nähe. Der war da tatsächlich in der Nähe. Das ist dieses Ding hier. Ich brauche einen Weg. Ich brauche einen Weg. Okay. Habe ich die Grenze da noch nicht so weit verschoben oder vertue ich mich da gerade? Das wäre eine mögliche Erklärung. Alles klar. Das ist ja toll. Da muss ich jetzt andere Wege einschlagen. Da hilft nichts. Dann gehe ich hier mal auf 0. Was ist jetzt? Einmal. Oh nein, nicht schon wieder. Achso, ja, das sind die Typen von vorhin. Ich brauche. Oder warte mal, was ist denn, wenn ich auf 5 und 5 gehe? Wir machen da mal so einen Kompromiss. Ist vielleicht nicht verkehrt. Dranwachen. 5 Stück. Die Eisenlanzen habe ich. Die Kettenrüstungen sind jetzt das Problem. Auf 10. Da auf 5. Das ist nicht so einfach. Aber wir kriegen das hin. Da bin ich von überzeugt. Früher oder später wird es hier klappen. Mit der ganzen Geschichte. Darf mich doch nur nicht so sehr verzetteln. So, Meilensteinentdeckung ist abgehakt. Sehr schön. Brotbacken ist abgehakt. Bevölkerung ist abgehakt. Hier sind wir dabei. Rekrutiere Veteranensoldaten. Das sollte ich hinkriegen. Da bin ich ganz weit vorne, glaube ich. Militärcamp. Nope. Akademie, Veteranensoldaten. Das ist er. Da will er einen von haben. Das kriegen wir hin. Eisenschwert. Kettenrüstung und Eisenschild habe ich. Den kriege ich früher oder später, kriege ich den rekrutiert. Rekrutiere Soldaten. Also ganz normale Soldaten oder was?
Moment, Augenblick. Bilde einen Soldaten in der Militärakademie aus. Einfache Soldaten benötigen ein Bronzeschwert aus Waffenschmied und ein Holzschild. Waffenschmied, Bronze. Da muss ich ein Bronzeschwert und ein Holzschild noch herstellen, sofern ich Holzschilder habe ich, glaube ich. Moment. Achso, Waffenschmiede, ja, genau, logisch. Hilfe! Verliert die Übersicht. Ganz eindeutig. Waffenschmiede, da ist er. Mach da mal irgendwann mal so ein Bronzeschwert. So. Okay. Eisenschwert war. Demnächst. Demnächst. So. Da gibt es noch jede Menge zu tun. Okay, dann sollten wir zwei Schmelzhütten habe ich, glaube ich, sogar schon drei. Münzbrigerei habe ich noch keine. Silbertagebau habe ich gestartet. Und wir sollten noch einen normalen Soldaten rekrutieren. So einen hier. Auch das sollten wir hinkriegen, früher oder später. Aber damit wir die Aufgaben entsprechend abgeschlossen haben und dann geht es wieder ins Eingemachte. Ja, ich habe da irgendwelche Diebe, die ich nicht mag und die ich loswerden will. Und zwar zackig, wenn das irgendwie machbar ist. So, jetzt muss ich aber erstmal dazu sehen, dass hier ne, entsprechend Entdeckerposten, nein, genau, die Kollegen hier tätig werden können. Das ist schon mal nicht verkehrt. So. Die brauchen noch mal was. Eisenlanze und Kettenrüstung. Eisenlanze, Nenti und Kettenrüstung. Habe ich das hier vorrätig? Eisenlanze, ja. Kettenrüstung, nee. So meh. Ist aber, glaube ich, in Auftrag gegeben worden von mir, ne? Genau. Ja, das läuft. Cool, ja, wie gesagt, ne, wir haben hier doch noch das ein oder andere zu tun. Es gibt so ein paar interessante Aufgaben, die da gerade hier in der Liste aufgetaucht sind. Da werden wir uns natürlich drum kümmern ab der nächsten Folge. Ich danke sehr dafür, ich danke euch sehr dafür, dass ihr mich bis hierhin unterstützt habt. Das freut mich immer sehr, dass ihr mit dabei seid, vor allem, dass auch du mit dabei bist. Danke für eure Besuche hier auf meinem Kanal, hier bei Pioneers of Pagonia. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute und genießt die Zeit.